Jo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Schwert. Und wir haben gerade erst unseren Best Buddy quasi durch den Dreck gezogen, ihm die Hosen runtergezogen und komplett durch den Schmutz gezerrt. Und es hat sich gut angefühlt. Ich habe einen ganzen heißen Tipp für dich. Dich hat sicher auch schon im hohen Gras wie aus dem Nichts ein Pokémon angegriffen, oder? Das lässt sich vermeiden, indem du ganz leise durch das hohe Gras schleichst. Wenn du das Gegenteil erreichen und unbedingt gegen wilde Pokémon kämpfen willst, dann pfeif einfach ganz laut, das zieht ihre Aufmerksamkeit auf dich. Falls du vergessen hast, wie man richtig pfeift, verrate ich dir einen Trick. Probier einfach mal, auf den linken Stick zu drücken. Und übrigens, ab jetzt zählt's. Wer die meisten Pokémon fängt, gewinnt. So funktioniert das nicht. Wenn wir beide den Brassberry Bahnhof erreicht haben, vergleichen wir, wer mehr hat. Du weißt ja, welchen Bahnhof ich meine, oder? Den, an dem wir meinen Bruder abgeholt haben. Ich habe schon jedes Pokémon, das man hier in der Gegend fangen kann. Ah. Okay, cool. Aber wie schleicht man denn? So oder was? Ah. Den Stick nur ganz langsam bewegen, dann schleicht man anscheinend. RIP. Naja, aber interessant. Aber gut, ich meine, also man kann den Pokémon ja auch legit einfach ausweichen. Das sollte jetzt ja an für sich nicht so schwierig sein. Abgesehen davon, wenn man gegen viele wilde Pokémon kämpft, dann levelt man ja auch viel schneller und ist stärker beim nächsten Orden, etc. So habe ich früher kein Pokémon gespielt, aber als ich dann ein bisschen älter war und teilweise die Editionen nochmal neu angefangen habe, die ich so hatte, dann habe ich es schon immer so gemacht. Dann habe ich einfach, also nicht immer, nicht die ganze Zeit, aber wenn ich wirklich keinen Bock drauf hatte, irgendwie bei schweren Arena-Orden ein paar Versuche zu brauchen oder sonst was, habe ich legit einfach immer jedes wilde Pokémon, dem ich begegnet bin, gekillt und hatte dann halt extrem hohe Level, die einfach, also Pokémon, die komplett überpowered waren, also 10 Level über dem Arena-Orden. Und dann war das immer easy peasy. So, wir sind jetzt einem Voidi begegnet. Nice. Können wir das fangen oder ist das von der Professorin? Wangenrubbler. Oh, das ist ein Elektro-Pokémon. Damn. Ah, Mist. Ich wollte eigentlich Klaps machen. My bad. Ein Elektro-Pokémon wäre gar nicht so bad gewesen. Naja, egal. Wird sicherlich nicht das letzte Voidi sein, das uns begegnet. Aber ja, interessant. Warum ist es das mitten so auf dem... We don't have that. Zickzacks? 60 Zacks. Warum sieht das so komisch aus? Weil es ein Galar-Zickzacks ist, ne? Aquavelli. Warte, welches Level ist das Vieh? 8 war es, glaube ich. 7. Nein! Oh mein Gott, wieso? Was für ein Bullcrap, Alter. Wieso sind die jetzt alle One-Shot? Mist. Das ist... Oh, da ist noch eins. Ah, nice. Wusste ich natürlich. War geplant. Ich will jetzt nicht sagen, es war geplant, aber es war geplant. Oh, Level 5. Okay, da kann ich ja gar nichts machen. Vielleicht sollte ich auf ein schwächeres Pokémon wechseln. Bitte nicht one-shotten. Oh, das hat halt locker gereicht, nice. Ja, und jetzt ein Volltreffer wahrscheinlich, oder? Das hätte ich bei einem Superball geworfen, oder? Das Vieh gönnen wir uns. Got it! Nice. Ich finde es so overpowered, dass man für Pokémon fangen Erfahrung bekommt. Das ist eigentlich so komplett bescheuert. Aber, naja. Oh. Ah, perfekt. Noch ein neues Pokémon? Ah, schade. Ja, man hat es ja noch nicht gesehen, aber... Naja, ich denke mal, jetzt haben wir alles. Also das Voidi war ja nicht im Gras. Das heißt, das Voidi war wahrscheinlich so ein extra Ding. Abgesehen von dem müssten wir jetzt eigentlich alles haben, denke ich mal. Was man hier in der Gegend catchen kann.
noch Level 13 erreicht. Vielleicht schaffen wir heute noch Level 16, wenn wir noch ein paar Trainerkämpfe abbekommen. Maybe. Ah, das ist die Schildkröte, okay. Das ist der Fuchs. Das ist der Knirps. Oh, Leute, die begegnen einem jetzt echt auch einfach so auf dem Weg, lol. Okay. Interesting. Oh, da ist noch eins. Let's go. Voldi. Oh, Level 5, Alter, ey. Warum sind die denn so ultra low vom Level? Plötzlich wieder. Okay, es hat ungefähr genauso viel HP wie das Zickzacks. Same Tactic. Vorsichtig ein paar Klapsis auf den Posies. Dann sollte das schon passen. Der Wangenrubbler. Interessanter Attackenname. Wie heißt es auf Englisch? Cheek. Cheek. Was soll Robin auf Englisch heißen? Cheek Rubbler. Cheek Sparkler vielleicht oder sowas. Keine Ahnung. Nice. Okay, jetzt müssen wir aber alle Pokémon aus der Region haben. In mein Team kannst du ja gar nicht, oder kann ich dann noch was aus meinem Team an PC schicken? Das weiß ich nicht. Noch ein Voidi und noch ein Zickzack. Warum sind die uns vorher nicht begegnet? Strange. Alright. Und warum zeigt es da unten links diese komischen Symbole an, dass ich Voidi und Zickzacks gefangen habe? Der Bahnhof ist da drüben. Ja, ich weiß, Mann, ich wohne hier. Ich lebe hier seit 12 Jahren, Bro. Du. Ja, okay. Ladies, ich kenne den Jungen da hinten nicht. Nicht, dass die Damenwelt von Brassberry noch schlecht über mich denkt. So. Wobei ich actually tatsächlich Voidi lieber habe als... Was kann man rausballern für Voidi? Ich würde sagen, das Insektenvieh ballern mal weg für Voidi, oder? Mein Elektro-Pokémon ist schon nicht schlecht. Vor allem so früh kann man selten ein Elektro-Pokémon finden. Also in den alten Editionen war es schwierig, ein Elektro-Pokémon so schnell zu finden. Und Sensekt ist auch noch mein schlechtestes. Und bei Voidi auch nur Level 5 ist, aber trotzdem. Alright. Na dann. Die Damen. Servus. Wie viele Pokémon hast du bisher gefangen? Ich habe mir gerade ein richtig gutes geschnappt. Das ist mein neues Ass im Ärmel. Donnerwetter, sind viele Pokémon, das richtig reingeklotzt. Was? Junge, kann der mal was anderes sagen? Dein Team wird irgendwann bestimmt richtig stark. Alter, nice. Danke dir. Du bist trotzdem noch ein Loser. Verschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen auf gegnerische Pokémon. Hier, nimm das eine TM, mit der kannst du deinem Pokémon ruckzuck eine neue Attacke beibringen. Und du kannst sie so oft einsetzen, wie du willst. Diese TM habe ich übrigens mal von Deleon geschenkt bekommen. Sie enthält die Attacke Sternschauer. So, jetzt sollten wir uns aber auf den Weg nach Engine City machen, wo die Eröffnungszeremonie mit der Arena Challenge stattfindet. Wir fahren am besten direkt mit dem Zug hin. Los geht's. Ich hoffe, in der Stadt gab es nichts mehr Wichtiges, aber ich denke mal nicht. Zur Not kann man ja nochmal zurückkommen. Moment, ihr beiden. Mom, was machst du denn hier? Als du Hoplo von Deleon geschenkt bekommen hast, dachte ich mir schon, dass du bald auf Reisen gehen würdest. Professor Magnolia hat uns verraten, dass ihr von hier aus den Zug nehmen wollt. Hier, das haben wir euch für eure lange Reise mitgebracht. Das sind Camping-Sets. Mit diesem Set ist es möglich, in der Naturzone sowie in anderen bestimmten Orten ein Zelt aufzuschlagen und dort zu kochen. Mit euren Partner-Pokémon an eurer Seite gibt es nichts, wovor ihr Angst haben müsst. Danke, Mom. Freu dich schon mal auf den Tag, an dem ich der nächste Champ werde. Dann sind deine Kinder beide echte Champs. Stell dir das nur mal vor, das gab's noch nie. Wenn du das sagst, top, dann kann ich euch nur noch eine gute Reise wünschen. Bis bald, Mama. Okay, dann mal los. Er sagt einfach geil zu seiner Mom. Aber jetzt treffen wir bestimmt an jeder Ecke richtig starke Trainer und noch stärkere Pokémon. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's so richtig los. Komm, brechen wir auf. Rund um Engine City erstreckt sich die Naturzone, wusstest du das? Die Naturzone ist total cool, da streifen die verschiedensten Pokémon durch die Gegend.
Außerdem kann man auch campen und angeln und total aufregend. Entschuldigung, Sie sind doch der Bahnhofsvorsteher, oder? Wir wollten eigentlich nach Engine City. Warum halten wir jetzt am Naturzonenbahnhof? Tut mir leid, Junge, eine Herde Wolli blockiert gerade die Gleise. Hier ist also leider erstmal Endstation. Verstehe, Glück im Unglück, würde ich sagen. Glück im Unglück? Na, die Naturzone ist riesengroß, da kann man die unterschiedlichsten Pokémon fangen. Du weißt, was das heißt, oder? Genau, wenn man sich irgendwo das allerbeste Team der Welt zusammenstellen kann, dann hier. Das ist jetzt sowas wie die Safari-Zone, oder was? Also, der Typ ist ja übelst bufft. Falsches Game, Bro. Fitness-Junkies ist zwei Reihen weiter im Nintendo Online Store. Aber passt schon. Alles gut. Okay. Die Alte hat doch bestimmt was Interessantes zu erzählen. Soll ich deine Pokémon wieder fit machen? Ja, nice. Ach so, nein, Moment mal, brauche ich gar nicht. Aber gut zu wissen, dass sie das kann. Schau mal. Kannst du die Stadt da hinten sehen? Das ist Engine City. What the fuck? Das ist legit 20 Meter weiter. Ist noch ein ganzes Stück bis dahin. Nein, ist es nicht. Das ist direkt da vorne. Du, das sind keine 100 Meter. Wie viele Pokémon wir wohl entdecken werden, bis wir die. Keins. Da ist kein einziges Pokémon. Keins. Kein einziges. Du kannst einfach darüber. Es ist direkt da vorne. Hey, da ist ja Sanya. Meine Oma hat mir vorhin ziemlich die Meinung gegeigt. Nimm dir ein Beispiel an den beiden, hat sie gesagt. Voller Tatendrang gehen sie auf Reisen. Und was stellst du mit deinem Leben an? Damn, burnt. Wow, ganz schön streng. Ja, aber macht euch deshalb keinen Kopf. Das ist mein Problem. Das Pokémon, dem ihr im Wald begegnet seid, geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich könnte versuchen, der Sache ein wenig auf den Grund zu gehen. Vielleicht sieht mich Oma ja in einem anderen Licht, wenn ich etwas herausfinde. Als Erwachsener hat man es echt nicht leicht, wie es aussieht. Wie gesagt, macht euch deshalb keinen Kopf. Also, seine Handtasche unter der Jacke trägt und dann aussieht, als würde er 20 Kilo mehr wiegen, macht sowieso was falsch. So komme ich wenigstens ein bisschen an die frische Luft. Das ist eine gute Gelegenheit, um mal wieder zu angeln und zu campen. So, ich grase jetzt erstmal diese rot leuchtenden Pokémon-Nester ab und kämpfe gegen ein paar Dynamax-Pokémon. Ein weiteres Kapitel in der Legende von Hopp beginnt. See you later, Buddy. Ich hoffe, Hopp weiß, worauf er sich da einlässt. Dynamax-Pokémon sind extrem stark. Um gegen Pokémon von dieser Größenordnung zu gewinnen, muss man auf jeden Fall selbst einen Pokémon dynamaxisieren. Vergiss das nicht. In der Naturzone findest du hier und da Stellen, an denen ein rotes Licht aus dem Boden dringt. Dort halten sich Dynamax-Pokémon auf. Bevor du deine Nase in eines dieser Löcher steckst, solltest du dir absolut sicher sein, dass du auch wirklich bereit bist. So, und zum Abschluss bekommst du jetzt noch was Tolles von mir geschenkt. Pokémon-Box. Ermöglicht jederzeit Zugriff auf die PC-Boxen im Pokémon-Center, um Pokémon abzulegen oder ins Team aufzunehmen. Du kannst die Pokémon-Box da verwenden auf dem... Kannst du Pokémon... Okay. Das ist deine Pokémon-Box. Damit kannst du Pokémon lagern und sie über Darf wieder in dein Team aufnehmen. Praktisch, oder? Schnapp dir so viele Pokémon, wie du nur kannst und fülle dein Pokédex. Aber jetzt ab in die Naturzone, mit dir das Abenteuer ruft. Alright. Oh Mann, die Stadt ist so weit weg. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Na gut, da liegt ein Item. Oh, ein Onix! Euda! Gönnung. Noch ein Item. Wenn du im Pokékampf feststellst, dass du nicht gewinnen kannst, dann nimm rasch die Beine in die Hand und versuch zu fliehen. Alter, wieso liegen hier so viele Items rum? Wunschbrocken, wirft man ihn in ein Pokémon-Nest, taucht ein Dynamax-Pokémon auf. Okay. Onix. Es wirkt extrem stark. Boah, Level 26? Okay. Ja, aber das müssen wir doch eigentlich trotzdem packen. Typvorteil. Uff, okay, vielleicht packen wir es nicht. Moment mal. Ach so, ich bin jetzt wieder paralysiert worden. What the fuck? Lol, ist es verwirrt? Nice.
Und es wird von Hagelkörnern getroffen. Ah, aber meins auch. Ja gut, dann probieren wir, werden Safe nicht zuerst angreifen. Verletzt sich selbst? Scheiße. Wir müssen es eigentlich nur noch einmal treffen. Weil mit dem Hagel kriegt es ja sowieso Damage over Time ein bisschen. Ich hätte jetzt halt Klammergriff gemacht, hätten wir vielleicht noch. Ah, Feuerodem ist halt mies. Wir haben halt kein Pokémon, das irgendwie resistent gegen Stein ist, leider. Das ist sogar ganz schlecht. Aber Raffel hat 32 KP. Das könnte ein Hit überleben, so wie das Memeon gerade. Das würde ja theoretisch schon reichen. Beziehungsweise könnte ich... Ja, probieren wir es einfach mit Biss. Wäre blöd, wenn sie es jetzt vor Verwirrung selbst verletzt. Ja, natürlich nicht. Oh, das war knapp. Oh, was? Uff, das hat echt wenig Schaden gemacht. Oh, Raffel stirbt jetzt an den Hagelkörnern. Oh nein, doch nicht. Oh, vielleicht können wir Rutenschlag noch einsetzen. Nope. Onyx wird immer ärgern. Wieso verletzt sich das? Ah, jetzt. Oh, okay, jetzt können wir es fangen. Jetzt müssten wir es eigentlich fangen können. Weil jetzt wird es ja von den Hagelkörnern nochmal verletzt. Ich hoffe, die Hagelkörner machen jetzt nicht mehr Schaden. Alter, wenn sich das Vieh jetzt selber killt, ne, dann bin ich mad. Das ist ja die Frage, ob man das überhaupt fangen kann. Das ist halt das Ding. Es gab da früher noch dieses mit dem Pokémon ist zu hoch vom Level her. Du kannst es gar nicht kontrollieren und so. Ja. Ich probiere jetzt erstmal einen Pokéball. Danach einen Superball. Wie mein Gegner gibt. Hä? Was ist das denn für ein Müll? Ich dachte, man geht hier nur hin, um Pokémon zu fangen. Was ist das für ein Bullshit? Ja, dann stirb, Alter. Stirb. Stirb. Ist ja langweilig. Der mies, dass Memeon gestorben ist. Die hätten jetzt alle ganz schön geil XP bekommen. Ja, Alter, was für ein Trash. Wieso konnte ich das nicht fangen? Oh, man kann die Kamera mittlerweile bewegen. Lol. Also die ganze Zeit. Man kann die Kamera bewegen. Unabhängig vom Laufen. Geilomatico. Was ist das denn? Achso, es ist nur eine Blume, die so komisch aussieht. Okay, heil mal meine Pokémon, please, Brody. Dankeschön. Thanks, Dog. Oh, nein, nein. Ja, also jetzt bin ich schon enttäuscht. Wohne Wiesen Naturzone. Und hier ist ja nicht mal hohes... Ja, doch, hier. Was ist das denn? Ist das nicht ein Formeo? Ein Gelatini. Okay, das ist kein Formeo. Level 7, na, also geht doch. Uff. Uff. Was ist das für ein Damage? Aua. Ach, und das wird nicht von Hagelkörnern getroffen. Ah ja. Wartet mal, dann wechseln wir mal auf Voidy. Das Vieh sieht einfach aus wie eine... Ach, ich sag's bitte nicht. Aua. Fangenruppler, jetzt töte ich es wahrscheinlich. Oh, perfekt, es setzt Härten ein. Besser geht's ja gar nicht. Ja, stimmt, es hat er gerade eben auch schon Härten eingesetzt. Ja, das müsste eigentlich locker überleben dann. Ach, es ist nicht mal sehr effektiv? Was ist das dann für ein Typ? Ja gut, wenn es ein Eis-Pokémon ist, I guess. Ja, könnte sein, dass es vielleicht Eis oder keine Ahnung, was es mittlerweile für Typen gibt. Das hat ja legit mehr Schaden gemacht. Okay, wir machen noch einmal Tackle. Dann fangen wir es. Müsste eigentlich reichen. Ja, lol. Aua. Ups. Hey, was ist denn nicht Pokémon? Ja. Gönn's dir.
Dankeschön. Sehr gut. Das sind noch zwei Gelatinis, aber da läuft doch irgendwas anderes noch rum. Es ist ein Ding, Rabauz. Nice. Vorentwicklung von Kikli, Nocturne und Capoeira. Ah, staunt der, der alte Sack hat auch noch was drauf. Uff. Gönn dir den Hagel, mein Freund. Nein, oh, ich dachte schon One-Shot, ey. Ne, ich glaube, ein Klaps sollte dann reichen. Weil das wird ja auch von Hagelkörnern getroffen. And I actually want to catch it. Oder wir machen einen Klammergriff, um auf Nummer sicher zu gehen, dass es nicht drauf geht. Doppelter Damage over time. Ja, da würde ich einfach aufgeben, wenn ich du wäre, Bautz. Würde ich jetzt einfach aufgeben und weißt du, was ich dann machen würde? Ich würde in diesen super bequemen Pokéball gehen, den ich hier gerade extra für dich vorbereitet habe. Wäre mir auf jeden Fall lieber, als hier draußen im Regen zu Hagel stehen zu bleiben. Und du hast die richtige Entscheidung getroffen. Ist die Frage, ob man Rabauz einfach so weiterentwickeln kann? Furienschlag. Ja, mach mal Silberblick weg. Nehmen wir Rabauz auf und hauen Raffel weg. Okay. Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Neues Pokémon. Zafcon, let's go. An old classic. Old reliable Zafcon. Never lost a fight with that guy before. Gut, das hätte nicht passieren sollen. Ja gut, my bad, I guess. Aber ja, ich würde sagen, das war's dann auch erstmal wieder für heute. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Würde mich mal ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Bis dahin, macht's kurz rein. Ciao, ciao.